Hallo, hier spricht Markus Wegge mit meinem sechsten Tutorial zu Adobe Illustrator. Im vorangegangenen Tutorial habe ich gezeigt, wie ich diese Flagge hier gezeichnet habe. Die möchte ich diesmal mit einem Effekt versehen, als würde sie wehen. Außerdem möchte ich sie duplizieren und als zweites dann daraus eine deutsche Flagge machen. Zunächst mal zu diesem Effekt. Den finde ich im Menü Effekte hier unter den Illustrator-Effekten, also muss man unterscheiden, es gibt hier Photoshop-Effekte und Illustrator-Effekte und hier finde ich verschiedene Verkrümmungsfilter und unter den Verkrümmungsfiltern hier die Flagge. Wähle das und kann anschließend dann hier die Vorschau aktivieren. Ja, und da sehe ich schon, hier im Moment läuft etwas noch nicht ganz korrekt und zwar, was ich nicht gemacht habe, ist diese drei Objekte, aus denen die Flagge, oder vier Objekte, aus denen die Flagge besteht, miteinander zu gruppieren. Ich breche das nochmal ab, gruppiere sie, das kann ich jetzt entweder übers Menü Objekt gruppieren machen oder vieles von dem, was ich über Menü demonstriere, kann ich stattdessen auch mit einem Rechtsklick auf die entsprechenden Objekte machen und hier gruppieren auswählen. Alternativ dazu geht natürlich auch der Shortcut, das wäre fürs Gruppieren Command G. So. Wenn ich das Ganze jetzt nochmal versuche mit diesem Effekt Verkrümmungsfilter und ich wähle hier Flagge aus, aktiviere die Vorschau. Ja, jetzt ist es ganz korrekt. Alle Objekte werden gemeinsam miteinander verzerrt in diesem Fall. Ja, so passt mir das Ganze schon. Ich bestätige das mit OK. Und jetzt möchte ich, wie gesagt, noch eine zweite Flagge haben, und zwar eine deutsche. Und dazu dupliziere einfach das mal, so wie ich es im letzten Tutorial gezeigt habe. Bei gedrückter Alt-Taste verschiebe ich diese Objekte hier und sobald ich die Maustaste loslasse, habe ich hier dieses Duplikat. Nun, um das jetzt zu bearbeiten, muss ich an und für sich diese einzelnen Objekte, die ich vorher gruppiert habe, einzeln auswählen können. Das geht jetzt im Moment nicht, weil sie eben gruppiert sind. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ich sie einzeln auswählen kann. Eine Möglichkeit würde der weiße Pfeil darstellen. Eine Alternativmöglichkeit ist allerdings auch der sogenannte Isolierungsmodus. Mit einem Doppelklick hier auf diese Gruppe starte ich den Isolierungsmodus und habe dann anschließend hier, oder dieser graue Balken hier signalisiert mir eben, dass ich in diesem Modus bin. Andere Objekte als wie die doppelgeklickte Gruppe kann ich im Moment nicht bearbeiten. Die sind gesperrt. Das Objekt, das ich bearbeite, ist isoliert. Deshalb dieser Name. Und jetzt kann ich eben hier einzelne Objekte auswählen und damit das erste Objekt hier, das ist jetzt im Moment ja noch rot, das möchte ich aber schwarz machen. Kann ich hier in der Optionenpalette, in der Steuerungspalette hier ändern, schwarz einstellen, dann wähle ich das nächste Objekt aus, noch ein Klick, damit hätte ich dies ausgewählt. Wenn man versehentlich doppelklickt, versehentlich oder absichtlich, wenn ich einen Doppelklick hier mache, dann springt das entsprechende Objekt in den Vordergrund. Es ist auch zusätzlich jetzt noch einmal isoliert aus der Gruppe heraus. Jetzt heißt, es sind jetzt die anderen auch nicht mehr verfügbar. Ich sehe es so ohne den Effekt, wie es eigentlich aussehen würde. Das heißt aber nicht, dass jetzt ich diese Gruppe irgendwie beschädigt habe oder so. Sobald ich hier wieder rausgehe, Doppelklick, springt das wieder zurück an seine Position. Also Doppelklick und dann nochmal dieser Doppelklick. Bringt mir einfach ein einzelnes Objekt aus einer Gruppe nochmal hervor, zeigt es mir in der originalen Form und sobald ich hier wieder rausgehe, wird es wieder normal dargestellt oder springt es wieder zurück in den Effekt, kann man sagen. So. Also nicht irritieren lassen davon. Nochmal hier rein, Doppelklick, ein Klick nochmal, um dieses Objekt auszuwählen. Da hätten wir dann hier jetzt die Farbe Schwarz, allerdings nicht für die Kontur, das war jetzt ein Versehen. Command Z. Bringe durch Drücken der Taste X die Fläche in den Vordergrund und mache die rot. Ja, dann noch das letzte Objekt und hier nehme ich hier diesen Goldton. So, und damit kann ich wieder Doppelklick in den leeren Bereich aus der Gruppe heraus. Was ich jetzt noch machen möchte, ist hier die Kontur außenrum nicht schwarz machen, sondern in einem Grauton gestalten. Das Problem dabei ist, kann diese Fläche im Hintergrund, die ja so groß ist wie diese drei Objekte hier miteinander, die kann ich im Moment nicht auswählen, weil sie ja deckungsgleich ist. Kommt da nicht hin. Eine Möglichkeit, diese Auswahl zu treffen, ist die, ich gehe hier nochmal aus dem Isolierungsmodus raus, dass ich hier die Ebene öffne und sobald ich das aufmache, habe ich dann hier jetzt die beiden Gruppen. Eine Gruppe hier die deutsche Flagge, eine Gruppe hier die österreichische Flagge hier.
So. Und die Gruppe kann ich dann auch wieder öffnen und ich sehe, aus welchen Elementen sie besteht. Ich mache das hier mal etwas größer. Da haben wir also einen roten Balken, einen weißen Balken, roten Balken. Ja, und eigentlich möchte ich das hier bei dieser Flagge ja machen. Öffne also hier der schwarze Balken, der rote Balken, der gelbe Balken. Vielleicht jetzt etwas irritierend, weil sie hier genau umgekehrt übereinander liegen wie hier. Aber das, was man hier, die Reihenfolge, die ich hier sehe, bezieht sich nicht auf diese Y-Achse, also nicht von oben hier nach unten, sondern im Grunde genommen von vorne nach hinten. Das heißt, das gelbe Objekt liegt am weitesten vorne, das rote Objekt liegt dahinter und das schwarze Objekt liegt nochmal dahinter, was für uns Betrachtung jetzt keinen Unterschied macht. So, und hier kann ich jetzt eben dieses Objekt auswählen. Ich klicke hier einfach auf diesen Kreis hier hinten und dann ist das ursprüngliche Objekt ausgewählt. Was man übrigens hier sehr schön sieht, ist, dass das eben nur ein Effekt ist, der hier drüber liegt. Ich bringe hier mal die Palette Aussehen raus. So. Ich habe hier meine Gruppe, ich habe hier diese Gruppe der vier Objekte, die gemeinsam die Flagge bilden und über diese Objekte ist eben dieser Aussehen-Effekt drüber gelegt. Den kann ich dann hier anschließend über die Palette Aussehen nochmal bearbeiten. Bevor ich das allerdings mache, also ist hier die Gruppe angeschrieben und hier zeigt es mir an, das ist der Effekt drüber. Die Objekte selber sind eigentlich noch genau gleich wie ursprünglich. Lediglich dieser Effekt dafür sorgt, dass sie verbogen dargestellt werden. Aber sobald ich auf die eine oder andere Art, also beispielsweise über einen Isolierungsmodus oder auf diesem Weg ein Objekt auswähle, wird es sich so dargestellt, wie es eigentlich ist, also ohne diesen Effekt. Ja, und damit kann ich jetzt das hier ändern. Ich bringe hier wieder die Kontur in den Vordergrund und wähle in diesem Fall einen Grauton, vielleicht einen etwas dunkleren Grauton. So. Klicke in den leeren Bereich, dasselbe kann ich jetzt vielleicht auch hier machen. Ich klicke hier hinten auf den Kreis, damit auch das hier in demselben Grau eingefärbt ist. Und wieder klicke in den leeren Bereich hinein, um hier rauszukommen. So. Auswählen nochmal dieser Gruppe. Und hier habe ich jetzt eben in der Palette Aussehen den Effekt, sehe ich hier, den ich auf die ausgewählte Gruppe angewendet habe. Und ich kann jetzt hingehen und diesen Effekt bearbeiten, zum Beispiel indem ich hier raufklicke. Und eben den Effekt, den ich hier vorher angewendet habe, nachträglich verändern. Und, okay. Und ich kann auch hingehen und diesen Effekt löschen, indem ich hier auf den Papierkorb ziehe. Und dann habe ich das Objekt wieder ohne Effekt verfügbar.